Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, wieder mit Sable. Diesmal aber Honey dabei. Ich habe gerade die Einladung in die Lobby bekommen. Ach, es ist... Oh, Demogorgon. Ich weiß nicht, ich mag Demogorgon jetzt auch nicht. Er ist ein Killer, also warum soll ich ihn mögen? Aber als Main Survivor mag man halt einfach keine Killer. Aber ich mag irgendwie gegen ihn spielen, weil er ist irgendwie so selten. Ne? Und dann durch die Lizenzsache wurde er ja ganz selten. Ja, eigentlich auch nicht, ne? Weil alle, die ihn hatten, hatten ihn ja. Ne? Nur neue DBD-Player konnten den Demogorgon ja nicht kaufen. Genauso wie Nancy und Steve. Ist er jetzt wieder inkludiert? Wir haben ja jetzt auch wieder die... Die Stranger Things Map haben wir ja auch wieder am Start. So. Oh, hier ist ein Jen. Okay. Also Honey und der Random sind auf jeden Fall schon mit dem Jen gleich durch. Er hat noch keinen und er jagt auch, glaube ich, noch keinen. Ne? Ich habe jetzt nur... Hauptsache, da kommen die jetzt nicht bei mir vorbei. Weil was brauchen die zusammen für einen Gen? 80 Sekunden oder so? Ach, und der andere Random ist auch bei einem Gen. Okay. Ja, okay, der geht aber immer weg. Nice, okay, erster Gen. Ich habe auf jeden Fall jetzt Stärke durch Schatten weggepackt und dafür innere Heilung wieder mitgenommen. Ja, das Erlebnis einfach mit, dass ich da beim Endgame gegen Wesker da nichts so machen konnte. Ey, das ärgert mich immer, ne? So. Aber ich hatte ja auch eine Zeit lang jetzt, hatte ich ja innere Heilung und Stärke durch Schatten mit. Einfach, falls alle Totems weg sind oder so. Vielleicht gehe ich auch mal wieder dahin demnächst. Hat mir eigentlich sehr, sehr gefallen. Weil ich finde, gerade mit Randoms, ne, braucht man auf jeden Fall die Möglichkeit zum Heilen. Weil sonst kann man hinterher wirklich nichts machen, ohne dass man selbst sich dem Killer zum Fraß vorwirft, quasi. Okay, Honey wird gejagt. Oh. Ach, ich kann das nicht sehen, stimmt. So. Ich habe jetzt auf jeden Fall so eine alte Aufgabe. Jetzt brauche ich die roten Glyphen. Oh. Gerade von erzählt. Nice. Ja, aber davon brauche ich leider auch vier. So. Ah, jetzt campt er nicht, ey, bitte. Ah, der ist irgendwie am Gen, ne? Hat er gesehen, ne? Oh, er kommt. Ja, ach, du bist aber was beim Gen. Tank und Schlache. So, komm. Ich hoffe, er lässt mich jetzt in Ruhe. Hört sich nicht so an, als wenn er mich in Ruhe lässt, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt trotzdem mal im Schrank. Bitte. Also ich kann frontal jetzt nicht... Nice. Komm. Wow! Er hat's noch nicht mal mitbekommen, wegen schnell und leise. Nice. Okay. Also schnell und leise macht ja, dass man... okay, das tut den ich auch einmal mit. Dass man ja schnell aus dem... Also in den Schrank rein und aus dem Schrank raus und über so ein, durch so ein Fenster springen kann. Also im Sprint. Und dass man... Dass das ohne irgendeinen Sound für den Killer passiert. Also stealth-mäßig. Ich glaube aber... Ich weiß nicht, 45 Sekunden Cooldown? Ja...
Will er jetzt diesen Gen hier verteidigen, oder was? Ja, der ist wieder hier, ne? Ganz easy. Die macht beim Gen einfach oben, ne? Einfach mal easy going Gen weitergemacht. What? Okay. Da hatte ich Glück, dass ich aber den linken Schrank genommen habe, ne? Oh, 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 hat er gesehen? Hat er gesehen? Er kommt, ne? Jo. So, ich nutze nochmal flink. Ey, warum? Kommt da, kommt da, kommt. Boah, ich hätte fast reagiert, ne? Ich hätte fast die Palette geworfen. Okay. Was will er jetzt? Will er. Ja, er will sich porten, ne? Okay. Ich würde sagen, lassen wir das Portal mal Portal sein, ne? Oh, sie macht das jetzt, ne? Na ja, komm, okay, dann helfen wir jetzt einmal. So. Wenn er jetzt da hinten ist, hört sich so an, als wenn er da irgendwo beschäftigt ist. Gerade haben wir ja auch kurz die gelbe Aura von so einem Gen gesehen. Ich denke mal, das ist von wieder schon, wieder von Honey Sprengfalle. Komm, 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 komm. Oh shit, jetzt geht Honey schon zum zweiten Mal dann. Komm, ich heile dich eben. Honey muss jetzt aufpassen, ne? Jetzt ist sie dead und hook. So. Ah, er ist wieder hier, ne? Ach, er ist da oben auf dem Steg, ne? Ah, nee, geh, 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 geh. Okay, nee, er geht auf den Random. Alles klar, alles easy. So. Jetzt ist die Frage, ein Gen noch, ne? Die waren ja irgendwo gerade dran. Ich weiß jetzt nicht, ob da auf dem Steg einer ist. So, yo, yo. Da sind wir schon die Funken sprühen, ne? Oh, shit. Okay, fast Hälfte, fast Hälfte. Ach, da hinten. Ja gut, er kann ja hier irgendein Portal haben. Da rechts ist auch noch ein Gen. Oh, 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 er kommt, er kommt, er kommt. Okay, den mit dem Portal kaputt gemacht. Okay, Han. Oh nein, Honey ist da bei dem Gen, ne? Shit. Okay, ich muss.
bist du. Ja gut, ich muss jetzt den Fokus auf mich lenken, nicht, dass Hanni jetzt gleich drauf geht. Jetzt hat er natürlich keine Ausdauer. Okay. Ich hoffe, Hanni konnte auf jeden Fall jetzt ein bisschen Boden gut machen. Ach, Hanni wird auch geheilt sofort vom Random. Also ich finde, wie gesagt, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Ne? Diese Statussymbole links geben einem wirklich echt eine gute Überblick. So ein Goat, eine Goate Overview. Jetzt hat er sich jetzt gerade eine Blendung abgeholt, ne? Also die zwei Gemschen, ne, die sind ziemlich nah beieinander. Oh shit. Ach, ist hier, ne? Ich hoffe, der dritte Gem ist jetzt hier nicht auch in der Nähe, sonst haben wir echt ein Problem, ne? So. Okay, Hanni und der Adam, ne? Die sind jetzt an einem Gem dran, das ist der dritte Gem. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Aber die sind nicht bei dem Gem da vorne. Ne? Ach, der war hier in der Nähe. Okay, Hanni macht schon Ausgang auf. Wir gehen jetzt gleich zu dem Ausgang, wo er jetzt gerade hingelaufen ist. Ne? Alles klar. Wo bist du? Jo. Okay, Hanni macht den anderen auf. Ich mache jetzt den hier auf. Hier wäre noch ein Totem, falls noch Bedarf ist. Ich hoffe, der hat jetzt hier nicht irgendein Portal, ne? In der Nähe, weil sonst ist er echt blöd. Nein, ne? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, den Random hätte es erwischt. Ey, das Outfit ist geil. Das Outfit ist echt stark. So. Ja gut, eigentlich hat es sehr gut geklappt, ne, gegen den Demogorgon. Er hatte ein bisschen Mühe, Hanni hatte dann ein bisschen Glück und ja, leider nur, gibt es eigentlich mehrere rote Glyphen, wenn man eine schon hat, erscheint dann eine neue. Oh, viermal, alles klar. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich wie immer sehr, sehr freuen. Und ja, wir hören und sehen uns dann bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, euer Malida.